Einen wunderschönen guten Morgen. Hier kommt das Tagesorakel für den 18. August 2021. Wir beginnen wieder, wie immer, mit einer Überschriftskarte, diesmal aus dem Orakel der Krafttiere von Colette Baron-Reed. Dann gibt es rechts und links jeweils einen Stapel. Ihr könnt die beide für euch belegen, ihr könnt sie aber mit Themen oder Personen belegen. Das ist ganz allein eure Entscheidung, was ihr da für Intuitionen habt. Die verwendeten Kartendecks für all diese Orakel, die ich euch hier anbiete, findet ihr alle unter meinem Link hier in der Infobox. Und das ist natürlich auch hier wieder eine allgemeine Legung. Das heißt, die Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Aber das merkt man ziemlich schnell, wenn man in die Deutung reinhört, ob das für einen bestimmt ist oder auch nicht. Ja, dann nutze ich natürlich auch heute wieder die Zeit des Mischens, um mich bei euch zu bedanken. Das tut mir immer leid für meine Stammzuhörer und diejenigen, die hier schon ein Abo bei mir abgeschlossen haben, dass sie sich eigentlich diese Wiederholungen dann immer wieder anhören. Aber ich kann euch nur bitten, wie ich das ja auch mache, wenn ich sage, dass es viele das Mischen, das Live-Mischen nicht möchten und vielleicht auch diese Wiederholungen sich nicht anhören möchten, spult einfach vor. Ihr seht, wann es in die Deutung geht, aber ich möchte natürlich allen gerecht werden. Das heißt, ich möchte jeden, der neu dazukommt, wirklich informieren, wie es hier abgeht, was ich mache, was es bedeutet, wenn man einen Daumen hoch da lässt oder einen netten Kommentar. Und um denen, wie gesagt, allen gerecht zu werden, auch denen, die das Live-Mischen wieder bevorzugen, kann ich alle anderen nur bitten, spult vor, geht sofort in die Deutung. Und dann ist es für alle Seiten wirklich so, dass man sagen kann, wir haben alle das, was wir wollten. So, nee, das waren jetzt doch ein bisschen zu viele. Die werde ich jetzt nicht nehmen. Wenn nicht, werde ich sie jetzt ziehen. Nein, da kommt eine freiwillig. Ja, das hier ist zum Beispiel auch wieder ein wunderschönes Lenemont-Deck. Und das ist gestaltet von einer liebenswerten Kollegin, nämlich von der Alexandra Zimmer. Und ihrem Mann. Also ist auch ein wunderschönes Lenemont-Deck mit sehr viel Aussagekraft, wie ich finde. Und ja, ist schon schön, wenn einer da solche Talente eigentlich hat und somit zum Ausdruck bringen kann. So, die restlichen werde ich jetzt ziehen. Das geht dann doch ein kleines bisschen schneller. So, die eine möchte ich noch. So, und dann beginnen wir mit der Überschrift. Oh, wir haben den Wal. Vertraue dem großen Mysterium. Ja, das ist immer so, ne? Unser Vertrauen wird ja oft auf die Probe gestellt. Und es gibt sicherlich bei jedem im Leben so Situationen, wo man sagt, nee, also da habe ich gar kein Vertrauen mehr zu. Aber dem großen Mysterium, dem sollten wir schon versuchen zu vertrauen. Wir schauen mal, was wir hier jeweils noch für Aussagen bekommen und beginnen mit der linken Seite. Und da fangen wir an mit dem Katzenorakel. Guckt euch an, wie niedlich die Karten sind. Spiel den Ball weiter.
Du kannst nicht alles selbst machen. Geh dich einfach mal genüsslich in einer Wiese regeln und überlasse den anderen das Mäusejagen. Ja, bezieht sich natürlich hier zwar auf die Katzen, aber man muss es schon übersetzen. Mit anderen Worten heißt es eben, du kannst es nicht alles alleine schaffen, deine Pläne umzusetzen. Du solltest Hilfe annehmen und du solltest einfach auch mal alle fünfe gerade sein lassen, dich zurückziehen und genießen. Ja, genießen, so wie es hier eigentlich dargestellt ist, in der Wiese, auf einer Wiese reckeln, wie man das auch immer für sich umsetzen will. Wichtig ist, einfach mal für dich genießen. Sei es, dass du dich irgendwo in einen Café setzt, dir ein Eis schmecken lässt, was auch immer. Einfach mal nicht immer danach hecheln, das muss ich noch und das muss ich noch und das muss noch erledigt werden. Nee, lass doch mal andere auch was machen. Übernimm nicht für alles die Verantwortung und sei nicht immer derjenige, der sich um alles kümmert. Nimm Hilfe an. Das ist die Überschrift. Und die Engel und Ahnen, die schicken uns eine wunderschöne Karte, wie ich auch finde, die Friedensbewahrerin. Lass das Recht haben müssen sein. Ja, ist identisch eigentlich, ne? Mit dem, was ich eben sagte. Wenn man alles an sich reißt und immer meint, man muss für alles muss man selber gerade stehen. Man muss sich um alles selber kümmern. Nein, muss man nicht. Man ist nicht der Mittelpunkt der Erde. Man soll im Grunde genommen auf das große Mysterium vertrauen. Man soll abgeben, Verantwortung auch mal abgeben und vor allen Dingen lernen, dass das, was man selber sagt, nicht immer richtig ist. Man sollte dieses Recht haben müssen, auch mal ablegen und sich sagen, nee, ich kann doch auch was von anderen lernen. Es ist doch nicht Gebot, was ich sage. Und das Büchlein sagt dir dazu, entscheide dich für Frieden und Glück, statt für Recht haben müssen. Statt nachweisen zu wollen, dass du Recht hast, spar dir doch deine Energie auf für das, was wirklich wichtig ist. Genau das ist das, was ich euch eigentlich eben sagen wollte. Es geht nicht immer darum, vorne wegzustehen und damit immer alles an sich zu reißen. Das ist nicht die Erfüllung. Die Erfüllung ist wirklich abzutreten, abzugeben, zu sagen, so, jetzt übernehmt ihr auch mal. Und das, was ich immer sage, natürlich ist das nicht immer richtig. Und ich muss auch nicht immer recht haben. Ich kann ohne weiteres auch von euch was lernen und was annehmen. Das ist die Friedensbewahrerin. Das ist, womit ich den Frieden bewahren kann, indem ich das meiner Umgebung auch zum Ausdruck bringe, gegenüber meiner Umgebung. Und das Engelorakel sagt Unternehmergeist. Eine selbstständige Tätigkeit ist für deine Disposition und Intention die beste Art der Beschäftigung. Dein eigener Herr zu sein, erlaubt dir, deiner Intuition und göttlichen Führung besser folgen zu können. Wir sind deine Kollegen und Teammitglieder, die dir loyal zur Seite stehen und dafür sorgen, dass du in jeder Beziehung erfolgreich bist. Ja, das ist natürlich eine tolle Sache, wenn man auch die Möglichkeit sieht und dann nutzen kann, um selbstständig etwas ins Leben zu rufen und das wirklich auf den Weg zu bringen. Aber diese Möglichkeit ist nicht jedem gegeben. Und ich denke, man kann dann auch nur sagen, wenn man sich in seinem Arbeitsumfeld, wo es sich jetzt hier drauf bezieht,
Wenn man sich dort wohlfühlt und angekommen fühlt, dann ist man dort auch glücklich und kann sagen, ich fühle mich dort auch wohl und kann meiner Intuition folgen. Und das ist dann die Frage, was jeder für sich dort in Einklang bringt. Auch dann wieder zu erkennen, ich muss nicht recht haben, um in meiner beruflichen Laufbahn glücklich zu werden. Nee, ich kann auch abgeben. Ich kann ohne weiteres abgeben und in der Gemeinschaft dann eigentlich mein Glück finden. Und wir schauen, was die Lenormand-Karten uns sagen. Ja, wunderbar. Wir haben das Haus, wir haben die Wege und wir haben die Sense. Das sagt uns, die Richtung, die du hier vielleicht für dich einschlägst, um einfach auch mal weiterzugeben, bezieht sich auf dein Fundament. Das heißt, das Haus stellt dein Fundament, dein Lebensumfeld dar. Und du bist vielleicht im Moment an einem Punkt, wo du dich entscheiden musst zwischen zwei Wegen. Aber du solltest dich schnell entscheiden. Das heißt, es werden sicherlich Angebote zu dir kommen, die in deinem häuslichen Bereich Reaktionen erfordern, Entscheidungen verlangen und du musst dich schnell entscheiden. Wie gesagt, es ist die Ernte, die Sense zeigt auch die Ernte an. Du kommst an und für sich damit, Ernte bringt meistens was Positives in eine gute Zeit. Und wenn du auf das große Mysterium vertraust, dann wirst du auch den richtigen Weg finden, der dich in deinem Fundament, in deinem Zuhause, in deinem ganzen häuslichen Umfeld so unterstützt und dir zeigt, welcher Weg der richtige ist. Und den wirst du dann auch problemlos nehmen und auch erfolgreich erkennen, dass es der richtige Weg war. Also voller Vertrauen sein. Und wir schauen, was wir auf der rechten Seite hier bekommen. Ja, auch niedlich. Die Katze sagt, zieh es durch, Krallen raus und rauf auf den Baum. Ja, zieh es durch, ist die Überschrift. Genau, vertraue dem großen Mysterium. Was du auch geplant hast hier auf der rechten Seite, zieh es durch. Lass dich von nichts und niemanden daran hindern, deinen Weg zu gehen. Und wir haben bei den Engel und Ahnen Medizinmutter, erweise deinem inneren Wissen die Ehre. Ja, wer weiß, was du durchziehen sollst. Es ist ein Hinweis, dass es etwas gibt, was dich ja scheinbar innerlich sehr bewegt, was dich beschäftigt. Du hast ein Wissen, was du vielleicht hinaustragen sollst. Du sollst es durchziehen. Nimm es als Hinweis, diesen Weg zu gehen. Und das Büchlein sagt genau dasselbe. Handle. Tu das, von dem du weißt, dass du es tun musst. Ja, das ist oft ein Problem. Man hat oft das Wissen, eigentlich müsste ich jetzt so oder so vorgehen, aber irgendetwas blockiert einen. Aber hier sagen dir die Karten, zum einen zieh es durch, vertraue deiner Intuition, handle danach, vertraue dem großen Mysterium und sieh mal hier, das Engel-Orakel sagt, sieh nur Liebe. Richte deinen Blick jenseits scheinbarer Irrtümer, Fehler und Missverständnisse und sieh nur die Liebe in jedem Menschen, einschließlich dir selbst.
Dein unerschütterlicher Fokus auf die Liebe, die jeder Situation zugrunde liegt, bringt Heilung auf eine Weise, die du dir nie erträumt hättest. Natürlich kann ich all das durchziehen, indem ich handle, wie es hier ja gemeint ist. Und wenn ich etwas durchziehe und ins Handeln komme, dann setze ich doch voraus, dass es etwas ist, was mir am Herzen liegt, was ich symbolisch liebe, wo ich sage, das ist es wert, da setze ich mich voll ein, da vertraue ich drauf, dass mein Handeln Erfolg bringt, dass mein Handeln wichtig ist und richtig ist. Und wenn ich dem dann folge, dann kann ich sagen, ich stehe zu meiner eigenen Liebe, zu dem, was mir wichtig ist. Och, ihr Lieben, das ist der super Abschluss. Wir haben hier die 29, die Karte für jeden Fragesteller. Egal, ob ihr hier einen Mann oder eine Frau bei der rechten Seite jetzt angesprochen ist. Es ist eine allgemeine Legung und da ist immer die 29 der Fragesteller. Und hier haben wir die Antwort. Auf den Fragesteller wartet Glück und Erfolg. Du kommst in die Klarheit. Es kommt zu Wunscherfüllungen. Also, genau wie es hier ist, zieh es durch. Handle und vertraue dem, was du liebst. Vertraue dem, was dir wichtig ist. Und du kommst in Glück und Erfolg. Es öffnet sich dir die Klarheit und die Wunscherfüllung. Also das ist heute eine traumhafte Aussage. Und ich finde, für beide Seiten zeigt es eigentlich wieder, dass das Ziel, das man sich setzt, immer einen positiven Ausgang haben kann, wenn wir wirklich dran festhalten, wenn wir darauf vertrauen und wenn wir, wie hier, auch mal abgeben und hier handeln. Tja, ihr Lieben, damit entlasse ich euch in den heutigen Tag, wünsche euch alles Liebe und freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis morgen!